So, ich beginne jetzt hier mit einer Videoreihe, da wird es mehrere Teile von geben. Und zwar werde ich hier immer wieder kleine Sachen an RetroShare kritisieren. Pro Video immer nur eine Sache oder zusammenhängende Sachen, um euch die Möglichkeit zu geben, mir mitzuteilen, ob ihr die Kritik teilt. Dann könnt ihr einen Daumen nach oben machen und wenn ihr die Kritik nicht teilt, einfach einen Daumen nach unten im Video. Mein erster Kritikpunkt sind die Foren. Und zwar finde ich die meiner Meinung nach viel zu unübersichtlich und zu kompliziert. Ich bin jetzt zu jung, um mich noch an Usenet und Google Groups und so weiter zu erinnern. Oder ja, gut, die gibt es ja auch noch, aber ist gut, das war halt eine andere Zeit. Ich habe die nicht mehr benutzt. Und daran soll das ja angelehnt sein. Ich finde es persönlich viel zu kompliziert, weil ich mich hier ständig durchklicken muss. Also da habe ich eigentlich keine Lust drauf. Würde ja auch schneller gehen. Und ja, diese hierarchische Struktur, dass das immer so nach unten wandert, gefällt mir irgendwie auch nicht. Und dann muss ich ja für jedes Posting, muss ich ja quasi draufklicken, um das lesen zu können. Das ist ja zum Beispiel, wenn wir mal Schoolieboard als Beispiel nehmen, ist ja so mittlerweile Standard und aus gutem Grund, wie ich meine auch, dass man einfach ja oben chronologisch von oben nach unten chronologisch die Fragen hat und auch alles auf einmal sieht. Und mein Vorschlag an die Entwickler wäre eben, auf der rechten Seite, dass man nur die Postings sieht und auf der linken Seite zum Beispiel jetzt hier in dem Forum Abmahnung, wenn ich hier das nochmal ausklappen könnte und dass ich auf der linken Seite die Thread-Titel sehe, kann dann auf einen draufklicken, also zum Beispiel hier Vertrauen in Freunde wäre dann ein Thread-Titel hier auf der linken Seite und in der rechten Spalte, also wo jetzt die Threads hier einzeln aufgelistet sind, dass ich dann nur die Beiträge sehe, also quasi das hier, was ich jetzt hier von Gulli offen habe, quasi das alles in der rechten Spalte und unten dann vielleicht noch so eine kleine Möglichkeit zu antworten. Wenn ihr das gerne auch so hättet oder meine Kritik zumindest teilt, könnt ihr ja Daumen nach oben, ansonsten Daumen nach unten und Kommentarfunktion steht euch ja offen.